Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr den RP-Glitch auch ganz einfach solo machen könnt. Dafür müsst ihr euch einfach nur zu einer Peyote-Pflanze begeben. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wo sich eine Peyote-Pflanze befindet, dann begebt euch einfach zu diesem Ort auf der Map, wo ich mich gerade befinde. So, das was wir machen ist, wir gehen einfach zur Peyote-Pflanze hin, drücken Steuerkreuz nach rechts, um sie einmal zu fressen. Anschließend können wir dann die Halluzination direkt wieder beenden. Sobald wir jetzt dann wieder gespawnt sind, öffnen wir das Interaktionsmenü, dann gehen wir auf Stil, switchen einmal das Outfit, so dass wir die goldene Ladeschnecke unten rechts bekommen. Wir brauchen einfach nur eine goldene Ladeschnecke. Ihr könnt natürlich auch irgendwelche Munition übers Interaktionsmenü kaufen. Hauptsache ihr bekommt eine goldene Ladeschnecke. Habt ihr diese bekommen, dann geht ihr einmal schließen und das Spiel nochmal neu starten. Und jetzt hier in der Lobby wieder angekommen, werdet ihr sehen, dass ihr die Peyote-Pflanze erneut fressen könnt. Und ja, das könnt ihr jetzt die ganze Zeit so durchgehend weitermachen. Einfach wieder zur Peyote-Pflanze hingehen, Steuerkreuz nach rechts drücken. Dann einfach die Halluzination wieder beenden. Sobald wir jetzt wieder gespawnt sind, öffnen wir wieder das Interaktionsmenü auf Stil, das Outfit switchen, so dass wir wieder die goldene Ladeschnecke unten rechts bekommen. Anschließend das Spiel nochmal und wieder neu starten. Und ja, jetzt hier in der Lobby wieder angekommen, werdet ihr sehen, dass wir jetzt erneut die Peyote-Pflanze fressen können. Und ja, jedes Mal bekommt ihr 5000 EP, wenn ihr die fresst, aber das Ganze funktioniert nur in der aktuellen Eventwoche. Deswegen nutzt den Glitch aus, solange er noch geht. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem kleinen, aber feinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.